Ja, und da sind wir schon im Taxi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Walkthrough GTA Vice City. Ich bin mir, wenn ihr euch erinnert, im letzten Teil habe ich ja sehr ausschweifig über meine, sag jetzt mal, Spielepräferenzen geredet und dann fast verpasst, dass die Zeit vorbei ist, habe es aber gerade noch rechtzeitig gemerkt. Auf jeden Fall haben wir ein weiteres Päckchen hier geholt bei unserem Versteck, das wir zuletzt gekauft haben. Das ist 3321 nein, Vice Point heißt es, glaube ich, ja genau. Ja, und jetzt sage ich es mal so, fahren wir noch ein kleiner Stunt, der in, ja, auf jeden Fall fast in die Hose gegangen wäre. Entschuldigung. Jetzt begeben wir uns nach Prawn Island. Das ist eine Insel wie Leaf Links zwischen Vice City Mainland, also der Westinsel, und Vice Beach, der östlichen Insel. Übrigens eine kleine Anmerkung. Eigentlich ist ja die westliche Insel, also Vice Mainland, gar keine Insel, denn Mainland heißt ja eigentlich Festland. Und ja, also sozusagen wäre das eigentlich keine Insel. Nur ich habe natürlich schon Verständnis, obwohl ich glaube, ich unterbreche jetzt mal kurz. Eben, jetzt kann mir eigentlich nicht über diese Brücke. Aber hier seht ihr, gibt es eine kleine Mauer und da kann man durchjumpen. Und jetzt ich. Oh nein, nein, nein. Uiuiuiuiui. Nicht 007, sondern 006. Das war ja sehr, sehr knapp, gerade wieder die Kiste. Also eigentlich ist das relativ ungefährlich. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt gemacht habe. Also auf jeden Fall ist das auch ein Glitch, wie man auf die westliche Insel kommt. Ja, auch ich denke halt immer noch an mein erstes Spielevideo. Das mit den Monster-Stunts wegen G Spotlight. Das Video ist auch auf YouTube zu sehen, wen es interessiert. Auf jeden Fall. Wenn man hier diesen Glitch nutzt, kommt man gleich zu einem Gebäude mit einer offenen Tür, nämlich das hier. Und wenn man hier durchgeht, ist man auf einer höheren Etage und hier gibt es ein verstecktes Päckchen und einen Helikopter. Wir nehmen natürlich zuerst das Päckchen und steigen dann sogleich das erste Mal in diesem Let's Walkthrough in einen Helikopter. Das ist der YCN, der Vice City News. Ah ja, ups, wieso bin ich jetzt durch die Wand? Eben, das ist ein sogenanntes Easter Egg, das ist ein Osterei, da steht, es ist das Schokolade und es steht Happy Easter drauf. Eben ein Easter Egg in Form. Really? Gut, dass ich mir vorhin eben noch die Rüstung geholt habe, sonst wäre ich jetzt nämlich tot. Auf alle Fälle, ja, irgendwie so. Auf alle Fälle schnappen wir uns jetzt den Heli und dann geht's ab. Ja, ich habe mir überlegt, was wir in dieser Folge. Wir werden in dieser Folge weiter versteckte Päckchen suchen, obwohl ich sag's mal so, wir haben die Hälfte dessen, dass wir. Ich meine, ich möchte jetzt noch nicht alle Päckchen sammeln, sondern einfach mal 70, dass wir alle Waffen haben. Denn ab 70 gibt es nur noch Fahrzeuge und die brauchen wir momentan noch nicht. Ich werde mir jetzt hier erstmal ein Versteck kaufen, dass wir, also wenn wir eben Strategiespiele, eine Art, einen Brückenkopf, unseren Brückenkopf auf der westlichen Insel sozusagen, so gespeichert, dass ich auch wieder 100 Energie habe. Das ist auch ein guter Trick, um wieder 100 Energie zu bekommen. Einfach speichern, dann bekommt man Energie. Hier unten gibt es auch gleich noch eine Uzi. So haben wir wieder in Anführungszeichen unbegrenzt Energie. Das haben wir ja eben nicht. Das habe ich ja eben schon in einem früheren Part klargestellt. Dann hier, ja, sanfte Grüße. Was sind Ihre Extreme? Einfach mal kurz durch die Scheibe geradelt mit dem Bike des Bikers. Nehmen wir uns die PCJ. Und eben, ich habe mir gesagt, ich werde in dieser Folge nicht nur versteckte Päckchen suchen, sondern auch gleich ein paar Monster-Stunts machen. Und noch ein kleines Wort zum Thema versteckte Päckchen. Ich habe es früher schon nachprüfen können. Es ist tatsächlich möglich,
jedes einzelne Päckchen auf der westlichen Insel ohne Helikopter zu sammeln. Also das Einzige, was man benötigt, ist eine PCJ und zumindest für ein Päckchen noch ein weiteres Fahrzeug. Man benötigt keinen Helikopter. Auf der östlichen Insel hingegen ist es so, dort gibt es, dort gibt es zwei Gebäude, dort braucht man wirklich einen Helikopter. Also ich habe da auch schon versucht, irgendwie mit, jetzt haben wir die 357er, das ist ein Colt Python, haben wir jetzt auch im Versteck, der ist auch richtig schlagkräftig, der macht One-Shot-Kills. Genau, jetzt fahren wir da durch Hinterhöfe zu unserem nächsten Päckchen. Genau, also man kann wirklich auf der östlichen Insel, gibt es zwei, wo man nur mit dem Helikopter hinkommt, zwei, wo man nur mit dem Boot oder eben auch wieder mit einem Helikopter hinkommt, weil mit Helikoptern kommt man überall hin. Also ich könnte im Prinzip jedes Päckchen jetzt mit Helikopter sammeln, nur das mit dem Landen und Aussteigen, wieder einsteigen, starten, dann fährt man in ein Gebäude, dann fängt der Helikopter an zu brennen, dann ist man tot. Und ich finde das viel eigentlich chilliger hier mit dem Motorrad und wie ihr seht, habe ich auch langsam ein bisschen Übung damit. Finde ich das viel chilliger mit den Motorrädern zusammen. Und was auch der Vorteil von Motorrädern ist, ihr habt es vielleicht in der letzten Folge im Einkaufszentrum schon gesehen, man kommt gut vorwärts. So, jetzt machen wir hier den Monster-Stunt und zwar geht der hier. Ja, jetzt sollte ich einfach noch auf dem richtigen Dach landen und ja, so kann man es natürlich auch machen. Ich stehe auf dem Schild. Was steht da eigentlich drauf? Move over Miami. Okay. Ja, nice. Das haben wir in dem Sinn ja schon gemacht. Wir sind schon über Miami gewesen. So, hier ist das Päckchen. Hat also alles wunderbar geklappt. 33, ein Drittel der Päckchen ist schon gesammelt. Für alle die, die jetzt sagen, ach Mann, jetzt sammelt der schon seit weiß ich wie vielen Parts schon versteckte Päckchen. Das Päckchen haben wir hier schon. Und jetzt eben auf der westlichen Insel, wo wir uns jetzt befinden, kann man jedes Päckchen... Oh, jetzt dachte ich, der Computer stürzt ab. Auf der westlichen Insel kann man jedes Päckchen nur mit der PCJ eben eins, da benötigt man noch ein weiteres Fahrzeug, das werdet ihr dann sehen, kann man jedes mit der PCJ einsammeln. Ich werde allerdings ganz sicher drei nicht mit der PCJ sammeln und zwar der Grund hierzu ist folgender. Ein Päckchen befindet sich vor dem Militärlager, dem Fort Baxter. Und das Problem dort ist, sobald man eine gewisse Linie dort überschreitet, taucht Militär auf und schießt mit M16 den Tommy innerhalb weniger Sekunden zu Erdbeermarmelade. Und um das zu verhindern, werde ich dieses Päckchen, das in dem Fort Baxter, erst dann holen, wenn ich auch eine Polizeiuniform habe. Denn es gibt eine... So, jetzt muss ich schnell schauen, wie ich hier raufkomme. Ich habe das eben in früheren Teilen habe ich das immer mit dem Helikopter geholt, aber ich hole es extra nicht mit dem Helikopter, um euch das zu zeigen. Da waren aber gerade viele Haitianer. Ja, eben im Moment sind die Haitianer, sind da noch. Oh, machen wir den Monster-Stunt gleich noch. Und wir schaffen ihn nicht. Oh, schade. Naja. Ah, doch, er hat gezählt. Ah, ja, das ist komisch, weil normalerweise ich dachte, man muss auf dem Dach landen. Also ich kann mich erinnern, dass ich den auch schon gemacht habe, dann hat es nicht gezählt. Na, ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, wenn wir gerade schon hier sind. Oh, ich sehe, die Zeit ist gleich schon wieder vorbei. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir überfallen noch schnell diese Apotheke. Wenn der Typ denn da ist, ja, diesmal ist er auf Anhieb da. Befallen den Typen. Und dann, ich werde gleich wieder für 1000 Dollar, weil der Pen Spray ist ja gleich nebenan, werde ich da 1000 Dollar mir unter den Nagel reißen, dann in Pen Spray und dann ist die Aufnahme auch schon wieder beendet. So. Also, bis dann. Tschüss.